Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova. A champagne supernova in the sky. Also IMS bedeutet ja International Mountain Summit, und in drei Worten kann man es eigentlich erklären. Mountain Summit ist nichts anderes als ein Gipfeltreffen, aber nicht nur für die Elite, sondern wir wollten Plattform sein für alle Bergbegeisterten, und wir wollten das Thema Berg in allen den Facetten diskutieren, debattieren oder auch natürlich feiern. Was bringt in Zukunft das Bergsteigen weiter? Ich glaube, wenn wir aus der gestrigen Zeit in die Zukunft schauen wollen, dann müssen wir feststellen, dass vor allem durch die Steigerung der Exposition, das heißt, was auch Ines gesagt hat, dass das, was schwierig ist, was gefährlich ist, was hart ist, hinaufgetragen wird in die absoluten Abgründe. Besteht aus Bergsteigen aus vielen unterschiedlichen Disziplinen, und jeder entwickelt ja auch seine Idee, seine Vision vom Bergsteigen, die er so findet. Und meine Vision ist die, dass, davon bin ich auch überzeugt, dass meine und die zukünftigen Generationen jetzt erst wieder anfangen müssen, ihre Ziele neu zu definieren, neu zu entdecken. Wir begeben uns in Gefahr, um uns dann in dieser Gefahr bewähren zu können. Aber wenn es keine Risiken gäbe, das heißt, wenn die Gefahren alle herausgenommen wären, was wir an den Vereinen zum Teil versucht haben, alle Gefahren aus dem Berg rauszunehmen, dann ist der Berg nicht mehr ein Berg, sondern eine Attrappe. Und dann ist das, was wir tun, ein Sport. Der Deutsche Alpenverein ist ja ein Sportverein geworden, und nicht mehr Alpinismus. Das ist ein Unterschied. Und wenn der Alexander Huber so durch die Zinnendirekt ist, immer steigt, wenn das jemand sieht, der selber kein Kletterer ist, dann wird er sich abwenden und weggehen und sagen, der ist absolut durchgeknallt. Also das ist richtig, wenn der runterfällt und unten einen erschlägt, das ist nur das Problem, dass er dann eben ein Problem ist für den, der unten steht. Also so sehen Sie es ja. Die hohe Kunst des Bergsteigens ist natürlich die des Umkehrens. Zwar das Wissen darum, wann ich wirklich umkehren muss. Das Schöne ist aber beim Bergsteigen, dass jeder auf seine Version glücklich werden kann. Das ist eben halt auch das Faszinierende am Bergsteigen, am Klettersport, dass wir diese Freiheit haben und dass kein Funktionär und kein Schiedsrichter sagt, was wir tun und was wir zu lassen haben. Aber die Zukunft des Alpinismus entsteht dort, wo die vielen anderen nicht hingehen. Niemand ist gezwungen, im Gänsemarsch auf den Everest zu steigen. Die Zukunft des Alpinismus passiert dort, wo junge Leute neue Zugänge finden. Ein Bergführer, der sagt, ich kann 100% der Verantwortung tragen für meine 3, 2 oder 5 Klienten, der versteht den Berg nicht. Der Berg ist und bleibt chaotisch, gefährlich, groß, alle Tage neu, alle Tage anders. Und wir Menschen sind Menschen, wir sind Mängelwesen, wir sind nicht Genies, wir sind nicht Übermenschen, sondern wir sind nur Menschen, die Erfahrungen haben und uns bemühen, nicht umzukommen. Aber es bleibt immer nur ein Bemühen. Und dieses Bemühen ist es, nicht umzukommen im wahren Gefahrenraum, was den Alpinismus sozusagen weiterentwickelt und immer getragen hat bis heute. Ich glaube, dass der Pistenalpinismus sich in der breiten Masse weiterentwickelt. Wir brauchen nur schauen, was ein Klettersteigen wächst im Moment. Also irrsinnig Klettersteigen. Man kann auch vermutlich das Huberbach in der westlichen Sinne in 20 Jahren im Klettersteig steigen. Dann darf ich es auch machen, dann schaffe ich es.
Es geht einfach um das, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, hinaufzugehen. Und gerade die alten Vereine haben ja auch beschlossen, dass keine neuen Klettersteige mehr gebaut werden sollen. Wir wollen ja nicht, dass da auf ihre Hand ganz einfach bestiegen werden soll. Aber es wird weiterhin eine kleine Gruppe geben, die sich ganz anders mit den Bergen auseinandersetzt. Unser klassischer Alpinismus liefert die größte Erfahrungsmöglichkeit und deswegen kann er nicht untergehen. Und das Schöne ist ja, dass jeder in seiner Schwierigkeit, an seiner Größe, an seinen Gefahren, die er gerade meistern kann, glücklich werden kann. Es ist ganz klar, dass in erster Linie in den letzten 30 Jahren der deutsche Alpenverein die Pisten in den Alpen forciert hat. Ich meine jetzt die vertikalen Pisten, nicht die Steine. Das ist so. Schon der Versuch da, die Berge zu einer Art Disneyland zu machen. Es gibt klassische Wände, es gibt Wände, die einfach heute Plaisierrouten haben. Das ist dann dieser Bereich. Es gibt Berge, die werden überhaupt nicht erschlossen. Es gibt Berge dafür Seilbahnen hoch. Da würde ich sagen, gibt es bereits genug in den Alpen. Und so kann man im Endeffekt Raum bilden, einfach ein Geflecht bilden, das die Alpen einerseits als wilde Naturlandschaft bewahrt und andererseits aber auch für die Menschen etwas darstellt, und zwar vielleicht für ein großes Klientel an Menschen etwas darstellt, an dem sie Freude haben. Ich sage es auch wegen Ihrer Verbote und hoffe nur, dass in Zukunft natürlich die Gesetze uns nicht komplett einblocken, weil ich befürchte sowieso, wenn es so weitergeht, dass vielleicht in 20, 30 Jahren, wenn jemand eine Erstbegehung macht, der auch für seine Route haften muss. Dann kommt ein anderer, macht eine Wiederholung, fliegt Kopfhörer runter und der Erstbegeher ist schuld, weil der andere da runtergefallen ist. Und von sowas habe ich Angst, das hoffentlich wird nicht die Zukunft sein des Alpinismus. Das liegt eben auf der Hand, das habe ich ja vorher schon erklärt gehabt, dass wenn ich in den Bergen unterwegs bin und etwas ganz Besonderes mache, für das ich viel investieren muss, viel an geistiger Vorbereitung oder eben rein an physischer, dann wird es eben ein ganz anderes Erlebnis sein, als wenn es eine alltägliche Wanderung ist auf meinen Hausberg rauf, den ich vielleicht jeden Tag zum Training rauflaufe. Es ist immer dann, wenn ich nicht wahnsinnig viel investiere, kommt auch ein intensives Erlebnis dabei hinten raus, und das kann man durchaus mit anderen Bereichen des Lebens auch vergleichen. So ist für mich einfach das lange andauernde Lernen auf eine Prüfung auch ganz etwas anderes war, als wenn es eine Prüfung ist, die man nur in wenigen Stunden des Lernens abhalten kann. So bleibt eben so eine Begehung dann auch wesentlich mehr in Erinnerung. Nachdem alle Informationen einbezogen werden, kommt man irgendwann zu dem Punkt und sagt man, das mache ich oder ich mache es nicht. Und wenn ich zum Beispiel so wie hier und Don Deschamps im Mont Blanc-Massiv unterwegs bin, habe ich zwar klar am Tag zuvor schon die Entscheidung getroffen, ich werde es heute versuchen, aber die letztendliche und bindende Entscheidung, die fällt immer erst dann, wenn man am Einstieg von so einer Route steht. Dann zieht man die Kletterschuhe an und dann versucht man einfach tief in sich hineinzuhorchen. Und wenn ich jetzt davon gesprochen habe, dass ich hier unten Entscheidung treffe, dann ist das eigentlich auch nicht ganz richtig, sondern es ist nochmal ein paar Meter weiter oben, dann eben, wenn die erste wirklich ganz schwierige Kletterstelle auftaucht. Man spricht also in einem schönen englischen Ausdruck von Point of No Return. Und ich glaube, das beschreibt es auch sehr richtig. Bis zu diesem Punkt muss man einfach verstehen, inwiefern man sich auf seine Kraft verlassen kann. Einerseits eben die rein physische Kraft, man muss Vertrauen in die Kraft seiner Finger haben, aber genauso in seine mentale Kraft, die eben es möglich macht, dass man die Angst kontrollieren kann. Und es ist ja klar, dass auch ich in diesem Moment Angst habe, mein Leben zu verlieren. Das liegt ja auf der Hand. Wenn ich einen Fehler mache, dann liege ich unten, dann bin ich halt ganz sicher tot. Und diese Angst ist da. Langsam gewinnt man an Höhe. Man kommt mit jedem Meter einfach näher dem Ausstieg, dem Ziel, das man natürlich vor Augen hat. Am Ende ist es dann immer erstaunlich, wenn man für die Solo unterwegs ist, wie schnell man unterwegs ist. Das war zum Beispiel am Don Deschamps nicht mehr als eine Zeit von 40 Minuten und dann bin ich schon am oberen Ende der Wand am letzten schwierigen Überhang aufgetaucht. Ja, und dieses Klettertempo, das kommt eigentlich gar nicht von dem, dass man so wahnsinnig schnell unterwegs ist, sondern einfach davon, dass man keinerlei Zeit mit Sicherungsmaßnahmen verschwendet. Das Klettern an sich läuft sehr, sehr langsam ab. Man geht sehr konzentriert zu Werke, versucht eben präziser zu sein als sonst und für Präzision. Was man sich ganz einfach seine Zeit nehmen. Genau aus diesem Grund braucht man auch eine gewisse Kraftsouveränität, das rein vom Körper her schon. Denn nur wenn ich über dieses Kraftsouverän verfüge,
Nur dann kann ich mir ja die notwendige Zeit nehmen, den nächsten Griff aber super präzise in die Hand zu nehmen. Da sieht man mich jetzt zum Beispiel, wie ich dann langsam zu der letzten schwierigen Kletterstelle hinkomme. Ja, da lasse ich mir einfach wirklich meine Zeit. Kletterzeit wird nicht verschwendet durch Sicherungsmaßnahmen. Ansonsten bewege ich mich aber eher wegen, ja, man kann sagen, wie eine Schnecke die Wand hoch. Man muss einfach einmal nur schauen, wie viel Zeit ich mir nehme, um die optimale Position der Finger auf so einen Griff zu bestimmen, um dann erst zuzugreifen. Aber dann auch, und ich sage jetzt rein virtuell, mit der doppelten Kraft zuzugreifen. Im Übertragenen sind doppelte Kraft, die mir dann aber auch die Sicherheit gibt, wenn ich so weit über den Einstieg ohne Sicherung unterwegs bin. Und dann, wenn man die letzte schwierige Kletterstelle überwunden hat, sich langsam zum Ausstieg hinbewegt, da ist man natürlich befreit. Befreit von der Anspannung, die ihn während oder auch vor so einer Begehung schon begleitet hat. Und das ist halt tatsächlich dann so diese gelebte Freiheit, die man vielleicht besser in den Bergen findet als irgendwo sonst.